Rednerin ist die Justizsprecherin der SPÖ, Selma Yildirim. Das sollte im Mittelpunkt allen politischen Handels stehen. Gerade jetzt, wo unser Land von einer Krise in die nächste schlittert. Die Teuerung ist auf einem Rekordhoch und sehr viele Menschen geraten bei der Finanzierung des tagtäglichen Lebens immer mehr unter Druck. 51%, nicht weniger als 1700 Unternehmen, sind seit Januar 2022 bis September 2022 in Konkurs gegangen. Das sind um 51% mehr Konkursfälle. Und der Herr Abgeordnete Stocker steht hier und betreibt Realitätsverweigerung. Und wissen Sie warum, sehr geehrte Damen und Herren? Weil eben diese Bundesregierung damit beschäftigt ist, Korruptionsermittlungen abzuwehren. Dann stehen Sie hier vorne und sagen, es gibt keine Fakten. Zur Erinnerung. Ein paar Fakten. Neben dem ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz wird gegen 5 ehemalige ÖVP-Finanzminister, 3 weitere von der ÖVP nominierte Ex-Ministerinnen-Minister, dem Präsidenten des Nationalrates, mehrere ÖVP-Abgeordnete, unter anderem eben der Klubobmann Wöginger, da wird ermittelt. Und weil ja besonders der Herr Klubobmann Wöginger vom Abgeordneten Stocker hier verteidigt wurde, ich erinnere Sie daran, diese Intervention, die da passiert ist, ist zulasten einer gut qualifizierten, vom Gericht festgestellt übrigens, gut qualifizierten Frau passiert, nur weil ein weniger qualifizierter, aber ein ÖVP-Bürgermeister spitz war auf diesem Posten. Das ist die ÖVP-Realität. Es gibt noch diverse, ich könnte noch weiter aufzählen, hochrangige der ÖVP nahestehende Beamtinnen und Beamte, ÖVP-Gönner, reiche Millionäre, also alle, sie stehen alle unter Verdacht der Bestechung, Bestechlichkeit, Anstiftung zum Amtsmissbrauch. Und es ist erschütternd, dass sie das einfach negieren. Und das soll beispielgebend sein für eine möglicherweise Nachwuchspolitikerinnen-Generation der ÖVP. Ich glaube es nicht. Daher bringe ich hier zur Diskussion einen Entschließungsantrag betreffend Verschärfung des Korruptionsstrafrechts bei Amtsdelikten für Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker, eingebracht im Zuge der Debatte über den dringlichen Antrag der Abgeordneten Magister Jörg Leichtfried an den Bundeskanzler betreffend ÖVP-Korruption beenden statt aussitzen. Sofortmaßnahmen zur Stärkung von Transparenz, Aufklärung und Anstand sowie Neuwahlen als einziger Weg. Spitzenpolitikerinnen tragen durch ihre Vorbildwirkung besondere Verantwortung. Sie vertreten in ihrer Funktion die Republik Österreich und sind dieser in besonderem Maße verpflichtet. Bedauerlicherweise hat sich aber in letzter Zeit auch gezeigt, dass nicht alle diesen hohen Ansprüchen gerecht werden. Es sollen daher in Zukunft bei Amtsdelikten des 22. Abschnittes des Strafgesetzbuches betreffend die Paragraphen 302 fortfolgend für die Spitzenpolitikerinnen höhere Strafandrohungen gelten. Dadurch verlängert sich auch die Verjährungsfrist. Die Bundesregierung, so lautet der Antragstext, die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Justiz, wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage noch in diesem Jahr zuzuleiten, mit welcher bei jenen Amtsdelikten des 22. Abschnittes des Strafgesetzbuches betreffend die Paragraphen 302 fortfolgend, die über einen qualifizierten Tatbestand verfügen, die Strafandrohung des qualifizierten Tatbestandes auch für die Begehung des Grundtatbestandes durch Spitzenpolitikerinnen wie insbesondere Bundeskanzlerinnen, andere Mitglieder der Bundesregierung, Staatssekretärinnen, Präsidentinnen des Nationalrates, die Clubvorsitzenden, alle anderen Abgeordneten gilt. Es ist offensichtlich notwendig, dass darüber geredet wird, weil Sie sind kein gutes Beispiel für die Nachfolgepolitikerinnen und Politiker auch in Ihrer Fraktion. Daher würde ich mich sehr freuen, wenn ernsthaft darüber diskutiert wird und hoffentlich bald Änderungen herbeigeführt werden. Danke. Selma Yildirim von der SPÖ verlangt eine Verschärfung des Korruptionsstrafrechts für Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker. Die SPÖ hat schon im Vorfeld der heutigen Sondersitzung ein umfassendes Antikorruptionspaket von der Bundesregierung gefordert.